Ja, mein Lieben, herzlich willkommen zurück und wir haben ja gleich eine neue Quest noch bekommen zur Förderung der Bildung. Finde heraus, was Kira im Turm der Reußeninsel macht. Und wenn wir da schon mal gleich hier sind, heute gibt es ja wieder noch eine, also wir machen jetzt die Quest hier gleich noch. Da ist auch ein Boot. Bode, 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 bode. Na. Ach, die Geschichte. Ach, das war. Ach, alles klar. Okay, ich war's nicht. Geh mal wieder weg. Oh, wieso kann ich nicht in das Boot rein? Ja, okay. Dann fahren wir mal rüber zur Reußeninsel. Und gucken mal, was Kira davor hat. Wenn das Boot mal fährt. Ist ja Gott sei Dank gleich um die Ecke. Ja, schöne Nacht gewesen, aber die Bitch hat uns doch einfach mal morgens allein gelassen. Finde ich gar nicht nett. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt heute nur zwei Folgen. Und wir machen ja so seit vorgestern nur noch zwei Folgen. Aber wir machen das so, dass wir natürlich die Quests immer zu Ende machen. Wenn es jetzt aus ist, ist jetzt eine so große Hauptquest, die über eine Stunde geht oder so, sondern so kleine Quests. Warte mal, Entschuldigung. Yeses. Ich werde auch wahrscheinlich wieder vergessen, das rauszuschneiden, wie ich es immer vergesse. Oh, es tut mir so leid. Hatte letztes auch bei irgendeiner Hardline-Geschichte hatte ich übelsten Husten. Das habe ich natürlich auch nicht rausgeschnitten. Das habe ich natürlich auch alles online gestellt. Oh. Wie ging's denn da rein? Gesichert. Hier rein, gehen wir nicht rein, genau. Licht. Ganz oben im Turm. Oh, jetzt ist mal wieder ganz hoch, oder was? Hallo Kira. Wenigstens hat sie sich nicht umgezogen. Oh oh. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Du hast mich benutzt. Ach bitte. Ich habe nur eine Gelegenheit genutzt. Hätte ich gewusst, dass du Alexanders Notizen willst, hätte ich dir nie geholfen, den Fluch der Reuseninsel zu brechen. Na schön, ich war vielleicht nicht ganz ehrlich und hab dich nicht eingeweiht. Aber ich wusste, dass du es schaffst. Männlich, wie du bist. Wie ist es schon wieder? Geralt, Süßer, guck nicht so böse. Sonst glaube ich noch, dass du mich nicht mehr magst. Das stimmt, du verschlagene, doppelzüngige Schlange. Ui. Oh, Geralt. Schade, dass du nicht so mit mir geredet hast, als wir gefickt haben. Was? Spaß beiseite. Was hast du mit diesen Notizen vor? Du glaubst wirklich, dass du mich erst beschimpfen und dann zu einem freundlichen Gesprächsniveau zurückkehren kannst? Geh mir erst den Augen, bevor ich noch der Versuchung erliege, dir Manieren beizubringen. Ärger im Paradies. Gehe, sobald du mir die Notizen gibst. Dann wirst du für immer hier bleiben. Stirb! Oh. Wo ist sie? Oh, oh. Oh nein. Oh, warum? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh, ernsthaft? So hätte es nicht enden müssen. Nein, hätte es auf keinen Fall. Ach man, die war so. Ich mach die eigentlich gemacht. Freunde mit gewissen Vorzügen. Hey.
Ach Mann. Ach Mann, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Das ging aber schnell vorbei, muss man sagen. Quest. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen Hexerauftrag machen können. Ach, wir müssen ja noch hier das Geld abholen, genau. Die Woche ist ja mittlerweile vorbei. Tschüss, Kira. Ach Mann. Ach Mann, das hätte doch alles nicht sein müssen. Da müssen wir hin. Ah, ist schön, wenn man die ganzen Schnellreisedinger freigeschaltet hat. Ich glaube, ich muss einfach mal in Offline einfach mal die ganzen Straßen abreiten, dass ich die ganzen anderen Schnellreisendinger-Geschichte noch habe. Jedes kleine Dorf hat anscheinend so ein Ding. Ach manch, Kira. Hättest du uns mal nicht so hintergangen. Ernsthaft? Komm her. Na? Ach, ich bin immer noch nicht über die Situation fertig. Ich kann doch nicht ohne sie. Wir haben natürlich noch Yennefer. Und notfalls das Bordell. Das hätten wir natürlich auch noch. Ich hoffe nur, dass in den Hauptquests, die ich jetzt gleich... der klopft immer noch am gleichen Ding rum. Alter, ernsthaft, der braucht eine Woche, um das... Ein Hexer? Meinen Gruß? Ich will mein Geld abholen. Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Danke wie dir. Vereinbart. Ich halte mein Wort. Das finde ich gut. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und du musst jetzt aber nicht so unhöflich sein. Yay, Stufe 14. Ich hoffe nur, dass jetzt, ich nehme ja gleich die Folgen von gestern und vorgestern auf, dass da nicht so oft auf ihren Tod eingegangen wird. Da habe ich euch natürlich gespoilert, das wäre natürlich nicht schön. Achso, da war noch ein Hexerauftrag, den ich machen wollte. Die anderen sind alle zu schwer. Das Bienenphantom, nur wie gerade vermisste Patrouille. Das ist nicht schön, sowas. Ja, aber sie hat uns hintergangen. Sie hatte irgendwas mit diesen Notizen vor. Ich will nicht wissen, was. Ach ja, stimmt, über Wasser reitest du ja nicht. Oh, hier ist aber schön. Ach, wenn man so die alten Orte wieder besucht, wo wir Story hatten. Bald. Hat gerade kein Interesse mit euch zu fighten, Jungs. Spielt mal mit euch selber. Ah, hier komme ich natürlich nicht hoch. Ah, da ist doch schon wieder irgendwas. Ich hänge schon wieder. Aber mit euch möchte ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Das mache ich alles, wenn ich offline spiele. Ich bin echt überlegen, ob ich die Konsole heute übrigens mit auf Arbeit nehme. Wie gesagt, ich muss nachher zum Nachtdienst. Und dann ein bisschen auf Arbeit spiele. Die ganzen... So, mal den freischalten hier. Und dann so ein bisschen auf Arbeit zocke. Und also die ganzen offenen, also freien Sachen und die ganzen Gegend erforschen und. Also nix, Story-Wichtiges. Ah ne, Wölfe nehmen wir mit. Wölfe sind gut.
bist du hässlich. Komm her. Jetzt kommt der Große. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Na super. Ey, hier ist es. Weil, wie gesagt, die geben immer der natürlich nicht. Ja, Wolfsleber kann man auch essen. Wolfsleber. Es gibt richtig gut Hundeteig. Das braucht man für einige Sachen. Wolfsleber. Oh, wo bist du? Lütze, da bist du. Ist natürlich, was ist das für ein Gestank? Gehe zum vermissten Lager, zum verlassenen, die vermisste Patrouille, gehe zum verlassenen Lager, so. Warte mal, ich mal vorher. Ich muss ein bisschen wieder was verkaufen. Aber wir haben nämlich jetzt auch für einen Sattel für unser Pferd. Erweiterung. Ich muss dann unbedingt meinem nächsten Händler ein bisschen was reparieren. Das sind Fußspuren. Stiefelspuren, aber auch einige Spuren bloßer Füße. Seltsam. Denen muss ich in den Wald folgen. Die Nilfgaarder haben ihr Lager hier aufgeschlagen, sind überstürzt aufgebrochen. Echt? Ja, woran siehst du das? Gut, dann folgen wir mal den Spuren. Da geht's lang. Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Da geht's lang. Oder war es umgekehrt? Ich denke mal, es war umgekehrt. Sie überfallen worden sind und dann. Da geht's weiter. Ich habe auch ein bisschen Hunger, stelle ich mal gerade fest. Auf den noch was zu wieder essen. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Die Leiche ist seltsam verdreht. Wohl eine Vergiftung. Wahrscheinlich finde ich sie gleich alle tot. Also sind da schon wieder irgendwelche Viecher. Ein Wyvern, na klasse. Ach, Wyvern. Dann gucken wir mal, was der so drauf hat. Wasserweiber, nee, wo sind die denn? Nope. Die weiße Dame, Pestmaiden, nee. 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 Coole. Das hat man ja eben. Relikte, Doppler, Göttlinge, Kobold, Numen. Nee, verfluchte Wesen. Wir haben noch nicht drin hier. Oh, weiß jetzt es. Okay, der lässt sich ja relativ gut besiegen. Oh, noch ein Schlag, komm. Jawohl. Ach, jetzt ist der Bastiums-Eintrag da. Ihr seid doch arschgeigen. Kann ich noch was mitnehmen? Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Leichen. Die Totenstarre sieht nach einer Vergiftung aus. Moment. Die Leber fehlt. Rausgefressen. Nekrophagen.
So, gibt's hier noch irgendwas? Die Leichen wurden im Wald verscharrt. Ghule haben sie ausgegraben. Okay. Die Ghule sind nicht nett. Ich glaube, das war's, oder? Na gut, dann Blötze, komm mal her. Da ist es ja. Da bist du ja, Blötze, dann reiten wir mal zurück. Cool, jetzt habe ich so einen Kopf. Ich den Kopf an der Seite. Gut, dann gib mir mal einen Report und dann machen wir nämlich auch mal. Langsam. Um euch möchte ich mich aber auch noch kümmern. Das könnt ihr aber wissen. Hier was Cooles dabei. Aua! Oh, Jesus! Du bist so gut wie tot! Meinst du? Alter, auch noch den Kopf ab. Jawoll! Ich finde das Spiel geil, muss ich mal sagen. So, was haben wir denn da in dem schönen... Ach, da hätten wir drauf schießen können. Ah, alles klar. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Ach, ernsthaft. Ernsthaft? Das sind zwei Herden. Und die sind noch ein bisschen stärker. Oh. Und ich sterbe doch nicht tatsächlich. Oh, das wird aber knapp. Alter, da ist noch einer. War es das jetzt? Mal ganz schnell hinlegen. Oh, Jesus. Hey, aber wir haben wieder ein bisschen Fleisch. Dann muss ich mal wieder in der Pause mal wieder ein bisschen durchs Dorf marschieren und Katzen schlachten. Gut, waren wohl zwei Herden, deswegen, oder zwei Rudel, wie die hier heißen. Dann mal zurück zum Lager. Mal schauen, ob wir mal ankommen in dieser Folge noch. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir sterben oder irgendwas passiert. Na? Reite doch mal. Langsam. Nein, nicht langsam. Schnell. Schnell. Entschuldigung. Ich muss hier mal durch. Ich kenne einen Arzt. Halt. Gehst du hier rein? War nicht der Eingang? Da war der Eingang. So. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Ich habe deine Soldaten gefunden. Ihre Leichen jedenfalls. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Lede Pest. Deine Männer Musik ist ein bisschen laut. Verstehe. Danke, Hexer. Deine Belohnung entsprechend der Bekanntmachung. Waffel. Danke. Yay.
So, jetzt möchte ich mal kurz gucken, was wir dann so alles aufgenommen haben, ob da irgendwas dabei ist, was sich lohnt. Oh, schick. Natürlich jetzt doof, dass weil ich jetzt in der nächsten Aufnahme auch so aussehen werde. Okay. Ja, komm, lass mal das mal noch. Ist ja eh auch was. Ist ein gewöhnlicher Gegenstand und das ist ein Meistergegenstand, aber und in zwei Level kriege ich den da oben, den super. Gut, dann verkaufen wir mal ein bisschen was bei ihm. Wieder ein bisschen. Du wanderst noch durchs Lager? Zeig mir deine Waren. So, 500 hat er. Weg, weg. Ja, das sind gewöhnliche Dinger, also das brauche ich nicht, sorry. Weg, 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 weg. Weg. Was ist das? Rüstungsreparatursatz, das kaufen wir. Weg, weg. Alkohol hat er nicht aufgenommen. Alles verkaufen. Ganz so blunter brauchen wir nicht. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen Geld tauschen in Novigrad. Bis dann. Bis dann. Gut, meine Lieben. Ich weiß jetzt nicht, was es morgen geben wird. Ich mache jetzt natürlich die Folgen von gestern und vorgestern. Das hatte ich ja nämlich auch schon 20.000 Mal gesagt. Wahrscheinlich werden wir morgen nach Skellige reisen. Weil, denke ich mal, wenn wir mit den Hauptquests fertig sind. Das hat man dann natürlich gesehen, ob wir fertig sind oder nicht. Genau, wir wollen nämlich die zwei noch machen hier, aber das ist alles in Novigrad. Hexerauftragträge haben wir alles so auf unserer Stufe. Das ist auch in Novigrad. Das können wir dann übermorgen machen. Was haben wir denn unter Schatzsuchen? Nichts so Besonderes. Nebenquests haben wir in Wele natürlich noch ein paar, die mache ich aber alle offline. Es sei denn, ist was Interessantes dabei, dann speichere ich natürlich vorher und dann nehme ich es auf. Ansonsten, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu zwei neuen Folgen von The Witcher Wild Hunt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.